kommen sie also den Berg runter im Zielschuss der Rennstrecke von Road Atlanta. Hinter mir spiegelverkehrt aufgenommen wegen Selfie-Effekt. Die Zieleingangskurve auf der Road Atlanta beim Saisonfinale im ersten freien Training der IMSA-Serie vom Petit Le Mans. Es könnte kaum spannender sein an diesem Wochenende. Vier Autos haben noch die Chance, realistisch den Meistertitel einzuheimsen. Die ersten drei in der Gesamtwertung schaffen das auf die denkbar einfachste Art und Weise, wenn man das bei einem 10-Stunden-Rennen überhaupt so sagen kann. Dazu müssen sie einfach nur das Petit Le Mans, das 1000-Meilen-Rennen auf dieser anspruchsvollen Piste bei Braselton in Georgia gewinnen. Als Tabellenführer kommen Pipo Derani und Alexander Sims im Action Express Cadillac hier den Berg hinunter, verfolgt mit gerade mal 3 Punkten Rückstand aus dem Team von Wayne Taylor Racing, der neuen Fahrgemeinschaft von Michael Andretti, Ricky Taylor und Felipe Albuquerque aus Portugal. Nick Tandy und Mathieu Jaminet, England bzw. Frankreich, liegen mit 5 Zählern Rückstand auf den Tabellenführer auf dem 3. Platz. Und sie sind das 3. Gespann, das mit einem Laufsieg hier beim Saisonfinale der IMSA den Titel aus eigener Kraft sicherstellen kann. Conor de Filippi, der Neffe des ehemaligen US-amerikanischen Speedway-Superstars Dennis Sigalos, und Nick Jelloli in einer BMW sind Tabellenvierte. Und auf Platz 5 Felipe Nazar aus Brasilien und Matthew Campbell aus Australien. Jener Matt Campbell, der in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk porträtiert wird als einer der Shooting-Stars der Langstreckenszene schlechthin. Aber sowohl Conor de Filippi und Nick Jelloli als auch Pitwalk-Held Matt Campbell und Felipe Nazar von Porsche brauchen Schützenhilfe. Die Gegner müssten für sie fahren und sie gleichzeitig gewinnen. Dann könnten auch sie in der IMSA-Serie noch den Titel einreißen. Das Ganze liegt daran, dass es unglaublich viele Punkte pro Rennen gibt. Alleine 35 für die Pole Position und satte 350 für den Laufsieg. Grund genug für mich, Norbert Okenga mit Pitwalk TV und vor allen Dingen auch mit unserer Podcast-Reihe Pitcast an diesem Wochenende ganz genau hinzuschauen und genau hinzuhören. Wir sind, ihr seht es, bei der Road Atlanta, auf der Road Atlanta zu Gast. Jetzt läuft gerade das freie Training am Donnerstag. Freitags die Qualifikation und die ersten 35 Punkte. Und am Sonntag dann schon das insgesamt 10 Stunden oder 1600 Meilen, eine kilometerlange Rennen, 1000 Meilen ganz genau. Je nachdem, welche Marke als erste erreicht wird, findet das Rennen dann sein Ende nach meistens 10 Stunden in der Vergangenheit, so lehrt uns die Geschichte. Porsche, Cadillac und Acura, die Nobelmarke von Honda, sind weitgehend gleich auf. Wir werden das Ganze wachen Auges und wachen Ohres verfolgen an diesem Wochenende mit stetig neuen Pitcast-Episoden live von der Road Atlanta. Der erste Podcast ist bereits online, da geht es nicht nur ums tagesaktuelle Renngeschehen, sondern mehr darum, dass Ford am heutigen Donnerstag seine Fahrer verkündet hat für die GT3-Großoffensive im kommenden Jahr mit dem neu entwickelten Mustang. Multimatic, der Werkspartner von Porsche in der NMDH für den 963, hat das neue Ponica entwickelt für Ford. Und Dirk Müller sowie Mike Rockenfeller sind als 2 der Fahrer bereits verpflichtet worden für die gesamte IMSA-Saison im kommenden Jahr. Dirk Müller bildet wieder ein Gespann mit Harry, mit Joey Hens, seinem Stammpartner aus alten Ford GT40-Tagen. Und Neuzugang Mike Rockenfeller aus Neuwied in der Nähe von Koblenz. Der wird zusammenfahren mit dem Engländer Harry Tinknell, der bei Ford ebenfalls im GT40 unterwegs gewesen ist, also in der Neuauflage natürlich. Und vorher schon bei Multimatic mit dem Mazda-Projekt in der LMDH-Vorgängerklasse DPI unterwegs gewesen ist. Ich habe mich heute bereits ausführlich unterhalten, sowohl mit Mike Rockenfeller als auch mit Dirk Müller. Die Interviews und alle Hintergründe zum Ford Mustang GT3 hört ihr in einem Podcast der Pitcast-Reihe. Dieser Pitcast ist bereits online. Ihr könnt ihn auf der Internetseite pitwalk.de aufrufen oder auch auf allen gängigen Podcatcher-Portalen. Füt.de, Spotify, Podcast.de, Podcast.fm, alles was es da gibt. Da sind wir vertreten mit unseren exklusiven Podcasts von Deutschlands größtem, bestem Online-Motorsport-Radio. Lohnt sich mit Sicherheit, da heute schon mal reinzuhören, wegen der Interviews mit Dirk Müller und mit Mike Rockenfeller. Und am Morgen geht es dann mit Vollgas los in die Titelentscheidung auf der Road Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. 3 Autos, ein Ziel, der Sieg und damit der Titel in der IMSA-Serie. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle Podcasts abonniert und sie euch alle anhört und euch auch schon mal
eine Vorbestellung von Merck im Geiste der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da nämlich wird sowohl die NMDH-Klasse als auch der neue Ford Mustang für die GT3 eine große, große Rolle spielen. Das Heft kommt rechtzeitig zur Essen Motor Show auf den Markt. Eine Reisegeschichte Essen und Manier dazu. Und wie gesagt, mit viel, viel zum Sportwagen, Langstreckensport. Wie auch zu unserem zweiten großen Thema dieses Wochenendes, nämlich dem Marathon-Rallye-Sport. Die Rallye Dakar steht ja schon wieder unmittelbar bevor. Derzeit läuft die Generalprobe in Marokko. Gleichzeitig der letzte Durchgang der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft. Bei den Motorrädern kämpft Luciano Benavides gegen Toby Price, das Tier aus Australien, um den Titel. Bei den Autos kann Nasser Al-Attiyah mit einem Vorsprung von 51 Punkten den Sack relativ einfach zumachen. 51 Punkte hinter Nasser Al-Attiyah, Jörg Schiere, Yazid Al-Raji und sein Brandenburger Beifahrer Timo Gottschalk. 55 Punkte werden insgesamt noch ausgeschüttet in der Wüste Nordafrikas. Da ist also theoretisch auch noch einiges drin für Timo Gottschalk und für seinen Beifahrer Yazid Al-Raji. Spannender wird es allerdings wahrscheinlich in der Motorradwertung. Der Zweikampf zwischen Husqvarna-Pilot Luciano Benavides und Toby Price, der hat es noch richtig in sich. Und auch auf den werden wir achten in den Podcasts, vor allen Dingen aber in täglichen Videos direkt aus der Wüste von Marokko. Jeden Tag die Tageszusammenfassung. Und auch da gibt es heute auf dem YouTube-Kanal Pitwalk TV, also dem Streaming-Dienst eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, schon ein erstes Vorschauvideo, inklusive eines Hausbesuchs bei ProDrive, bei jener Mannschaft, die ProDrive Hunter für die Marathon-Rallye-Szene Allradler nach D1-Plus-Reglement auf Kiel gelegt hat. Einer der großen Herausforderer von Audi und von Titelverteidiger Allspeed Toyota bei der bevorstehenden Rallye Dakar und natürlich auch bei der Entscheidung in der Marathon-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende in Marokko. Wir haben viel vor mit der Pitwalk Collection an diesem Wochenende. Ihr merkt es, ein pickepackevolles Programm live von der Road America und direkt aus dem Biwak und aus den Wüsten von Marokko mit Pitcast respektive mit Pitwalk TV, unserem Streaming-Service. Parallel arbeiten wir auch schon am Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Ist zwar noch ein bisschen hin bis zur Essen Motor Show, aber das Heft liegt auch schon in seinen letzten Zügen. Das Konzept steht bereits und ihr könnt euch da wieder auf 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten freuen. Jetzt aber würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid am Wochenende bei den Videos von der Rallye Marokko und bei unseren vielen, vielen Podcasts vor und während des Petit Le Mans, des Langstreckenklassikers hier in Atlanta. Entscheidung in der IMSA-Serie. Wir hören voneinander, wir sehen uns und wir lesen voneinander. Teilt uns eifrig, gebt uns Däumchen, läutet die Glocken, gebt uns positive Bewertungen und abonniert uns, damit unsere Reichweite auch im digitalen Bereich noch weiter wächst. Ich freue mich auf ein tolles Wochenende mit euch. Tschüss, bis bald, euer Norbert Ockenger.